Für Fußfotos meldet euch bei mir. Jonah.wie auf Instagram. Ist das Dänemark? Ja, ich glaube, die Marke heißt so, keine Ahnung. Und damit herzlich willkommen. auf meinem YouTube-Kanal. Bei mir ist heute schwer heben, was ihr schon hier in meiner Reizwäsche seht. Das kann ich, weil ich noch Ringe trage. 3,30 stehen heute auf dem Plan. Ich habe letzte Woche 3,20 gehoben. Die haben sich sehr gut bewegt, aber ich habe den Lockout ein bisschen verkackt. Das probieren wir heute zu beheben. Kreuzheben steht auf dem Plan und ich glaube danach noch Bankdrücken. Obwohl ich da noch nicht weiß, wie viel ich da machen kann, weil ich gestern ja, auf einen schwer gebencht habe. Der schwerste Deadlift aus dem Plan heute und nächste Woche geht es dann auch schon zur deutschen Meisterschaft. Gemacht, ging jetzt auf 3,10. Ich hatte eigentlich überlegt, noch 2,90 zwischendurch zu machen, aber ich bin warm. Der wird nur Kraft kosten. Und dann gehen wir auf 3,30. Fühlt sich gut an. Mal gucken. War halt eine schwere Woche, deswegen die Belastung merke ich schon ein bisschen, auch dass mein Nervensystem nicht mehr ganz so fit ist. Aber wird schon. Yeah.
Das ist scheiße. So, ja, schade. Aber ist okay. Also, die ging halt unten echt gut raus, aber dann habe ich in dem Punkt, da wurde es halt schwer, das ist auch der Punkt, wo es mir immer schwer wird. Und dann habe ich das Gleichgewicht nach vorne verloren im rechten Bein, dann musste halt loslassen. So, ich denke, mit ein bisschen Kribbeln wäre da vielleicht rausgegangen. Aber ist jetzt auch egal. Also, ich habe ja diese Woche einfach auch gestern noch sehr viel schwer bewegt und sehr viel trainiert. Deswegen ist die Ermüdung jetzt auch recht ordentlich. Das hat man auch gerade im zweiten im Backoff-Satz gesehen. Jetzt bis zu DM auf jeden Fall ausruhen ein bisschen. Na gut, jetzt noch natürlich das Training beenden, aber dann ausruhen. Und dann werden 3:30 auf jeden Fall im Wettkampf gehen. Ja. So, jetzt wird gebencht. 190 Spoto Press, glaube ich, auf 3. Ganz entspannt, aber Alter, ey, ich merke auch, dass ich fertig bin. Also, so eine Powerlifting Peak Week sozusagen ist halt eklig fürs Nervensystem. Ich habe halt am Dienstag PR gebeugt, dann habe ich am Mittwoch PR pausiert gehoben, Donnerstag einen Rest-Day gehabt, dann gestern PR gebencht und PR pausiert gebeugt und heute halt nochmal gehoben. Deswegen, das ist ganz schön eklig und gerade der letzte Satz mit den 300 hat mich so auseinandergenommen. Deswegen glaube ich aber auch, dass ich die ausgeruht hinkriege. Wir haben gerade schon ein bisschen besprochen, dass ich auf ADM dann das mache, was ich ziehen muss, um zu gewinnen. Aber ich glaube, ich kribbel einfach 3:30 raus. Ich will die einfach haben. Also. Weil die unten so gut rauskamen und dann das Gleichgewicht zu verlieren, ist halt so ein Scheiß. Und ich, ey, immer wegen solchen kleinen Sachen fail ich dann Lifts. Ich bin so ein Anti-Powerlifter, ey. Na gut, ich mache das halt auch erst seit 2 Monaten, aber ist trotzdem scheiße. Schon verstaucht und der ist, glaube ich, kurz vor Ausrenken. Der Junge hat seit Monaten nicht mehr gedrückt und auch, glaube ich, noch nie 150. Junge, stabiler Rap. Schweren drücken. Nächste Übung. Überzüge am Kabelturm. Danach kommen nur noch Fliegende, sitzend und Pushdowns. Auch am Kabel. Ja, dann sind wir auch schon durch. Zum Glück, ey. Training ist durch, wieder zu Hause angekommen. Ja, kleines Fazit, war okay. So, die 3:30 waren eh sehr optimistisch. Ja, also solche kleinen Fehler sind halt auch völlig legitim, wenn man bedenkt, dass ich halt seit
seit 2,5 Monate erst Powerlifting trainiere, wirklich. Und Sumo-Heben auch insgesamt erst seit 4 Monaten mache oder sowas. Da sind halt immer noch so Kleinigkeiten, die mir fehlen und alles. Aber das kommt mit der Erfahrung. Und ich habe mir das Video auch gerade nochmal angeguckt. Mir ist halt echt der Fuß einfach weggerutscht, deswegen habe ich dann das Gleichgewicht nach vorne verloren. Vielleicht kriegen wir es hier einmal rangezoomt, reingeschnitten, wie mein Fuß da rutscht. Und ja, passiert. Was soll man sagen? Auf der Meisterschaft werde ich auf jeden Fall auch auf weniger rutschigen Boden heben, hoffen wir mal. Da, wie gesagt, die Woche sehr, sehr schwer war und wir auch wussten, dass mit der Regeneration ein Problem wird. Beziehungsweise ein Problem. Es ist halt so, also man muss sich halt am kurz vorm Wettkampf so fühlen. Ich bin jetzt auch echt am Arsch, ich merke das richtig, dass mein Nervensystem ja überlastet ist. Aber ja, ich denke, mit rauskrüppeln hätte ich das Gleichgewicht nicht verloren, hätte ich die auch wohl rausgekriegt. Bis zur DM sind die auf jeden Fall drin, da sehe ich gar kein Problem, wenn ich ausgeruht bin, wenn ich ja da auch besser rangehen kann. So wie die 3.10 sich bewegt haben, dann bin ich sehr zufrieden. Lockout hat auch funktioniert, weil ich mich jetzt mal drauf konzentriert habe. Ja, und jetzt heißt es eine Woche Deload, ausruhen, fit werden, Nervensystem wieder fit kriegen und dann nächste Woche angreifen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für den Support in letzter Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat und die anderen Videos, like und subscribe, aktiviert die Glocke, unterstützt mich gerne bei Big Swan, was auch immer ihr machen wollt. Das ist eure Entscheidung. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich denke, das nächste Video wird dann auch schon die deutsche Meisterschaft sein.